Willkommen zurück in der Saturn Arena. Haben Sie sich gleich wieder zurechtgefunden? Ja, natürlich. Ich meine, klar, es ist eine Weile her, dass wir hier waren, aber vieles ist ja geblieben, wie es war. Und ich muss sagen, hat mich sehr gefreut, hier wieder zu spielen. Es hat riesen Spaß gemacht und vielen Dank an die Organisation vom ganzen Verein, die das möglich gemacht haben. Wie lange mussten Sie überlegen, ob Sie heute teilnehmen? Ja, 2 Sekunden eigentlich. Also der Anruf kam irgendwann, dass das eine Idee ist, es zu machen. Und ich meine, jetzt ist es für uns ja relativ einfach. Also ich habe mich gestern Abend ins Auto gesetzt und bin mit dem Tiet von Köln hierher gefahren. Also war kein großer Akt, dass die Kanadier auch hergekommen sind. Das macht die Sache noch interessanter, glaube ich, für alle. Und ich finde schön, dass das alles so gut funktioniert hat und so viel Spaß gemacht hat. Wie oder welche Rolle spielt die Meisterschaft heute noch in Ihrem Leben? Ja, ich meine, natürlich heute ganz viel, weil man halt, oder gestern Abend schon, weil man all die ganzen Gesichter gesehen hat. Ich meine, wir sind Meister geworden, 5 Tage später war die Abschlussfeier und danach sind alle irgendwie in alle Richtungen wieder gegangen und letztendlich viele Gesichter hat man in der nächsten Saison nicht gesehen, weil die Mannschaft sich ja gewechselt hat. Und jetzt ist man halt nochmal, oder ein Großteil der Mannschaft ist ja hier und man erzählt sich nochmal alte Anekdoten und deswegen im normalen Leben, sagen wir mal so, nicht mehr so viel, aber natürlich heute oder das Wochenende oder die Woche davor, Woche danach, ist das natürlich alles nochmal zurückgekommen, dass wir eine schöne Zeit hatten. Welche Rolle spielt Eishockey im Generellen noch in Ihrem Leben? Also ich war heute das erste Mal wieder auf dem Eis seit 2 Jahren und jetzt eigentlich, außer dass ich regelmäßig DEL-Spiele gucke und meinem Bruder auch zugucke und deswegen ja irgendwie doch schon noch verbunden bin, aber eigentlich eine untergeordnete Rolle. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist Schlittschuhlaufen wie Radfahren? Verlernt man das? Das habe ich mich auch gefragt, außer dass ich mit meinen Kindern ab und zu mal ein bisschen im Freilaufen gehe, also das Schlittschuhlaufen. Aber ich fand eigentlich, dass man, außer die Kondition und die Luft, die gar nicht da ist, aber so alles andere fand ich, kann man mit dem Fahrradfahren vergleichen. Ja, man verlernt es nicht. Also man ist nicht mehr so schnell und man braucht ein bisschen mehr Zeit, um sich zu koordinieren. Aber eigentlich kann man sagen, das ist wie Fahrradfahren, ja. Gibt es noch ein schönes oder lustiges Erlebnis, das Sie sofort mit Ingolstadt verbinden? Boah, da fällt mir jetzt so ganz schnell gar nichts ein. Aber ich meine, das ist natürlich, die ganze Zeit hier war toll. Und das haben wir, als wir das mit der Meisterschaft gekrönt haben, das sind immer wieder Bilder, die einem in den Kopf vorkommen. Und deswegen werden wahrscheinlich für uns alle, 25 plus Betreuer, Trainer, Manager, wird Ingolstadt immer irgendwo mehr Teil des Lebens sein als irgendwelche anderen Vereine, wo man gespielt hat. Welche Erinnerung kam Ihnen heute sofort in den Sinn, als Sie in die Saturn Arena kamen? Aber mir kam nichts Spezielles, eigentlich kamen mir ganz viele Erinnerungen. Es fing gestern Abend eigentlich schon an, wo wir in die Stadt gefahren sind und dann die ganzen Jungs getroffen haben. Und da haben wir uns hier neben der Saturn Arena getroffen. Aufgrund dessen sind seitdem eigentlich ein Haufen Gefühle kommen hier hoch und die ganzen Geschichten, die wir mit den Jungs uns erzählen und so, das macht einen Riesenspaß. Es ist toll, hier zu sein. Haben Sie auch Geschichten erfahren, die Sie selber nicht mehr wussten? Nee, eigentlich kann ich mich noch an alles erinnern, was da so passiert ist. Und das hat man mir nicht gestern zum ersten Mal erzählt. Aber natürlich haben wir ein paar Sachen noch mal, sind wir ein bisschen näher ins Detail gegangen, sagen wir so. Haben Sie denn noch Kontakt mit den Kollegen von damals? Mit Timo habe ich viel Kontakt, ja. Mit den Jungs, mit den Ausländern, mit den Kanadiern und so, ist es ein bisschen schwer, aber wenn man sich sieht, so wie jetzt, dann merkt man, dass man da nicht so viel Kontakt braucht, sondern es ist einfach eine tolle Zusammenhalt, da ist eine bestehende Verbindung, die wir ein Leben lang haben werden und da kann uns niemand was und da muss man sich nicht 2-mal die Woche anrufen, das reicht, wenn es 1-mal im Jahr ist. Wie war es jetzt generell, heute wieder auf dem Eis zu stehen? Ja, ich war jetzt seit fast 1 Jahr nicht mehr auf dem Eis und von daher war es erst ein bisschen ungewohnt, aber ja, hat Spaß gemacht und ja, durch Körperlust, da funktioniert es auch mit meiner Schulter, da brauche ich mir da keine Gedanken machen. Aufgrund dessen, ja, war ein spaßiges Unterfangen, hat mich sehr gefreut, dass das hier so organisiert wurde und ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Spaß. Für wen stehen Sie denn jetzt an? Eigentlich für einen Jakob und für ein Köpfchen. Aber eigentlich für alle. Wie hat Ihnen das Legendenspiel heute gefallen? Ja, cool. Fand ich, man könnte ein bisschen noch mehr Wumms sein, aber war gut. War schön anzusehen, auch die frühen Spieler und so. Waren Sie denn in der Meistersaison damals live mit dabei? Ja, ich war sogar in Köln, 7. Spiel, war ich dabei. Was ist Ihre einprägsamste Erinnerung gewesen? Dass ich dabei war im 7. Spiel, weil ich war am Wochenende in Frankreich, in Paris, und am Sonntag haben sie gespielt, hier, da haben sie verloren.
Und dann am Dienstag war in Köln und da habe ich Karten gesucht und Mitfahrgelegenheit. Und dann bin ich da angekommen. Es war echt geil. Für wen stehen Sie denn an? Eigentlich auch für Jakob und zum Kapieren. Und La Liberty natürlich. Welche Erinnerungen verbinden Sie an La Liberty? Es war ein guter Spieler. Ich finde ihn auch so menschlich total super. Wie finden Sie es, dass er nach jetzt geehrt wird? Finde ich super. Weil da, wo er gegangen ist, es war alles so plötzlich und alles, also ich freue mich schon drauf, wenn er nachher geehrt wird. Ich wollte jetzt einfach mal schauen, die gerne Gesichter mal wieder sehen und werde mir dann nochmal kurzfristig überlegen, ob ich mich dann hinten anstelle. Wie fanden Sie das Legendenspiel jetzt heute? Sehr schön. Endlich mal wieder alle da. Wunderbar. Ein super schönes Spiel. Die Geschwindigkeit ist halt wieder was anderes, aber dafür war die Technik, ist halt wieder aufgeblitzt. War sehr schön. Welche Erinnerungen haben Sie jetzt an die Meistersaison? Ciao. Die Erinnerung war zu Hause vor dem Fernseher das 2:0, La Liberté kommt von der Strafbank und netzt zum 2:0 ein. Und dann war es sicher, dass die Meisterschaft in Ingolstadt ist. Unglaublich. Konnte man sich am Anfang von der Saison gar nicht so vorstellen, dass das tatsächlich so kommt. Ja, das Wunder von Ingolstadt. Ja, ich bin natürlich ein Köpfchen-Fan, aber erst Trikot von ihm. Wir haben es jetzt die Nachricht gestern aufgefasst, dass er seine Karriere beendet. Ja, es geht halt alles einmal zu Ende. Er ist jetzt 39, er hat lange spielen können, aber es ist ihm schon ziemlich schwer gefallen. Welche Erinnerungen haben Sie jetzt an die Meistersaison? Ja, das war natürlich ein Wahnsinn. Das war der absolute Wahnsinn. Also, es ist eine Gnade, dass man das erleben durfte. Also, ich habe es mit meiner Tochter erlebt, die war damals 13 und das war unbeschreiblich. Wie fanden Sie jetzt das Legendenspiel? Ja, war ganz witzig. War ganz witzig. Haben Sie es noch drauf, die alten Herren? Ja, schon, ja.